finde ich schon ganz gut, dass auch mal was ist für die Kinder speziell, dass man auch viel Sachen ausprobieren kann. Was ist denn die Botschaft vom Internationalen Kindertag denn heute an die Kinder? Ich glaube, die Botschaft ist, jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Ich finde, durch diesen internationalen Tag der Kinder, den wir hier zum ersten Mal ja in diesem Rahmen im Berchtesgadener Land feiern, wollen wir die Familie, die Kinder in den Mittelpunkt rücken. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten für Kinder im Berchtesgadener Land, sich zu betätigen, ob das Vereine, Verbände, Organisationen sind, wo Kinder sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben, wo sie gefördert und gefordert werden. Und uns war es wichtig, bei diesem Kindertag nicht nur ein Bespaßungsangebot zu machen, sondern anzuregen, dass Eltern mit Kindern was machen. Also ich bin gerade dabei, meinen Feuerbohrer vorzubereiten. Das ist eine alte Methode des Feuermachens ohne Streichhölzer. Und eine der einfachsten und deswegen immer gut zum Demonstrieren, weil das kann jeder ziemlich schnell erlernen. Und jetzt einfach vor. Und wieder rausziehen. Ich tue gerade Stockbrot grillen. Was ist ein Stockbrot? Das ist ein Brot, wo man auf dem Feuer grillt. Nein, aber ich finde es schon, es ist schon gut, wenn die Kinder wissen, wo das Brot herkommt. Sie werden halt, gehen halt nur in die Bäckerei und wissen, das Brot liegt drinnen. Sie wissen nicht, wo es herkommt. Und das ist einfach was Schönes. Und das gefällt ihnen. Ich mache die Steine drauf und der Xaver ist am Ofen, der schwitzt, der wird sauer. Der ist am Ofen gefahren und der macht dort in 5 Minuten haben sie fertig. 5 Minuten haben sie fertig gemacht. Und wir wollten einfach auch in den Mittelpunkt stellen, Kinder haben ein Recht auf Gesundheit. Kinder haben ein Recht auf Bildung. Und wir haben viele Bildungsmöglichkeiten, einzigartige sogar, wenn ich nur daran denke, das Schülerforschungszentrum und viele andere mehr. Und das beeindruckt mich ungemein und ich bin außerordentlich dankbar, wie viele Einrichtungen sich hier an dem Kindertag beteiligt haben. Das ist einfach unglaublich. Und wenn man dann sieht, wie viele Eltern mit Kindern, was da los ist, das ist einfach nur super schön. Nochmal fest am Lasten, ganz fest. Viel Luft holen, ganz fest. Ja, jetzt merkt sie, wie es reingeblasen hast. Weil jetzt kommt das große Instrument dazu. Das geht ein bisschen schwerer jetzt. Den Daumen hier hin, von der rechten Hand. Und jetzt baut er mal rein. Ah, das ist ein bisschen zu hoher Ton, jetzt geht es ein bisschen raus mit der Klarinette. Schau mal geradeaus. Nicht den Kopf nach unten, sondern geradeaus schauen. Genau. Ein bisschen mehr grinsen mal. Genau, machst du eh. Auf Farb. Pass auf, aufpassen, dass sie nicht Trick machen. Das brauchen wir für nicht. Was hilft? Was ist überhaupt noch? Sie kennen ja machbar. Einen
warten wir mal. Kaum lesen. Das können wir drüber schmieren. Die Windschutz scheint nicht mehr raus, oder? Genau, mir ist das wichtig, weil die Kinder sich einmal frei entfalten sollen. Und nicht wie zu Hause, dass sie halt schauen müssen, dass der Boden nicht dreckig wird und der Tisch nicht dreckig wird, sondern dass sie halt hier drinnen einmal richtig umeinander batzeln können und mit dem Material ein bisschen umgehen können. Farbe, Spachtel, ja, Wischtechniken und einfach unterschiedliche Dinge ausprobieren können. Was meinst du, was Kunst zum Thema Bildung beitragen kann? Mei, ich denke, dass das halt einfach öffnet, den Horizont öffnet. Du bist halt, wenn du dich kreativ betätigst, offen für vieles andere und kannst ja bessere Dinge aufnehmen. Herr Oberbürgermeister, wie haben Sie Ihre Kindheit denn im Berchtesgadener Land erlebt? Ja, also ich habe das Glück gehabt, dass ich eine sehr, sehr schöne Kindheit hatte bei uns im Berchtesgadener Land. Und ich habe schon als Kind die Sachen gemacht, die ich auch jetzt mache sehr gerne, wenn ich Zeit habe. Das ist Musik. Ich habe als kleines Kind Flöte gespielt und habe dann relativ schnell gewechselt auf Trompete. Ich habe da sehr viel musiziert in den Blaskapellen und so weiter. Und was ich natürlich auch sehr gerne gemacht habe, ist bei uns auf den Bergen unterwegs zu sein. Der Hochstaufen ist ja unser Hausberg und den habe ich schon als Kind auch sehr, sehr gern bestiegen. Also Musik und Berge, das war schon als kleiner Bub für mich das Allerhexte. Also mir hat schon gut gefallen, der Kindertag jetzt, und sowas vielleicht ab und zu auch ein bisschen öfters machen, und ja.